Der Fall ist klar, Vampire würden CDU wählen. Nils und ich, wir haben endlich mal was gemeinsam. Und zwar sind wir beide keine großen Fans von Vampirfilmen. Was Nils genau an diesem Genre auszusetzen hat, das seht ihr jetzt. Vampire, ja, Vampirfilme. Ich habe nie verstanden, was an Vampirfilmen so toll sein soll. Oder an den Vampiren eigentlich per se als Monster. Ich finde, Vampire sind, wenn es um Grusel und Monster geht, die uninteressantesten und langweiligen Viecher, die es gibt. Daher, das sind so eine Art Mädchenmonster, weil irgendwie, ey, überleg mal, die ganzen erfolgreichen Vampirfilme so der letzten, weiß ich nicht, 20, 30 Jahre, waren immer so mega krasse Filme, die irgendwie dazu da waren, dass die Schlüppis feucht wurden oder so, keine Ahnung. Im Gegensatz zu allen anderen Monstern wie Zombies oder Frankensteins Monster, die ganz klar auf Grusel und Angst und so weiter ausgelegt sind, sind halt Vampire die einzigen, die so, die irgendwie geil machen sollen. Aber mich machen die halt gar nicht geil. Mich turnen die so null an, weil die sehen halt irgendwie immer blass aus und ich finde Blut unsexy und ach, ich weiß nicht. Ich finde das so uninteressant. Ich finde sowieso Sex in den meisten Filmen uninteressant, wenn es keine Pornos sind. Bei Vampiren ist das halt, die werden immer als so eine Metapher dafür genutzt und das geht mir tierisch auf den Keks. Seid doch einfach nur Monster. Seid doch einfach mal nur gruselig. Versucht doch nicht, gruselig und sexy zu sein. Überleg mal, Vampire kann man mit allem töten. Vampire kann man mit Kreuzen töten. Vampire kann man mit Knoblauch töten. Vampire kann man mit Weihwasser töten. Vampire dürfen nicht ins Tageslicht. Was gibt's noch? Vampire kann man mit einem Holzflock töten. Manchmal kann man sie auch mit Silber töten. Keine Ahnung. Also die haben 1 Milliarde Achillesfersen. Und dann denken sie, ja, stimmt, ist irgendwie doof. Und dann denken sie, oh, das drehen wir jetzt mal total. Und dann kommt sowas wie bei Twilight raus, wo die plötzlich unbesiegbar sind. Ja, warum sind wir eigentlich nicht alle Vampire? Weil ist ja irgendwie anscheinend handelbar, auch so einen Alltag als Vampir zu leben und so. Vampire haben kein Spiegelbild. Hä? Was soll das denn? Das hat ja wirklich in der Filmgeschichte für 1 Milliarde dämlicher Szenen gesorgt, in denen dann irgendwie so eine Flasche durch den Raum geschwebt ist oder so, wenn man in den Spiegel geguckt hat. Das ist doch vollkommen bescheuert. Sind, muss man auch dazu sagen, immer die schönsten und gepflegtesten und saubersten Wesen, die auf der Welt rumlaufen. Hä? Wieso sind Vampire die gepflegtesten Wesen, wenn die kein Spiegelbild haben? Oder nicht fotografiert werden können? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Außer wenn sie immer von Menschen gestylt würden. Oder von anderen Vampiren. Aber machen die doch gar nicht. Die stehen geleckt auf, aus dem Sarg. Wenn man das auch mal politisch betrachtet, ne, dann sind Vampire im Grunde genommen, sind ja eigentlich die konservativsten aller Monster. Sind ja eigentlich die, sagen wir mal, rechten Monster, weil die so, sind immer so Großgrundbesitzer und die sind im Grunde genommen das Kapital, haben immer die dicken Schlösser und so. Und wenn man mal so zum Beispiel Zombies nimmt, ja, die ja eigentlich auch viel cooler sind, die sind so wir, die sind so das Volk, die sind so der Pöbel, die sind so eine Masse, die so gemeinsam antritt, um irgendwie ihr Recht auf Gehirn durchzusetzen. Recht auf Gehirn! Wir müssen das ja zombie-mäßiger rufen. Recht auf Hirn! Recht auf Hirn! Also schon allein da sieht man so den ganz klaren und krassen Unterschied. Die Zombies, die Arbeiter und die Vampire so von oben herab, so die Arroganten, das arrogante Kapital. Wahrscheinlich würden Vampire auch alle wienerisch sprechen, denke ich mir mal so. Na jetzt gib bitte, nehm es mal das Volk da weg. Ich will einen freien Blick auf meinen Garten haben, das stört mich da, die Zombie, der Scheiß und so. Bring's mir noch einen Becher Blut, na geh bitte, hopp hopp, ich will noch einen Becher Blut, schnell, schnell, ich hab einen Durst. So ist es wahrscheinlich eher so ein Vampir drauf, glaube ich. Andererseits, wenn man mit einem Mädchen ins Kino gehen will, dann ist das ganz gut, in einen Vampirfilm zu gehen. Dann kann man die beschützen und die finden den Film auch noch gut. Man muss das halt aushalten. Ja, lieber Nils, wenn du schon Schlawiner bist und hübsche Mädels kennenlernen willst, dann musst du dir halt auch Vampirfilme anschauen. Ich würde es nicht machen. Von Nils gibt es übrigens noch 2 neue Kolumnen. Einmal zum Thema Burt Reynolds, warum er den völlig unterbewertet findet. Und dann stellt er hier nochmal die Film-Highlights des Jahres 2013 vor. Hier besser gesagt. Habe ich mir übrigens schon angeschaut. Der hat einen völlig anderen Geschmack als ich.
Außer bei Vampiren, das stimmt. Aber es startet ja auch kein Vampirfilm im Jahr 2013. Und meine Film-Highlights, die werden wir heute noch aufzeichnen, oder? Ja. Sind völlig anders als Nils seine. Nils mag ja Star Trek, glaube ich, ne? Was fand er gut? Superman. Superman, ja. Ist nicht auf meiner Liste, Superman. Stirb langsam. Stirb langsam ist drauf. John McClane.